Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in World of Warcraft unterwegs. Und zwar nicht in World of Warcraft Dragonflight, sondern wir sind in Plunderstorm unterwegs. Und das ist ein neuer kleiner Spielmodi. Dieser ist nur zeitlich begrenzt verfügbar, das seht ihr oben rechts schon stehen. Und zwar soll das Event insgesamt aktuell nur 6 Wochen gehen, vom Start von Patch 10.2.6 bis zur 4. Season, also 10.3 wird es dann wahrscheinlich sein, vermute ich jetzt mal an der Stelle. Und ja, was können wir da machen? Ich will euch jetzt ein bisschen erklären, wie das System funktioniert und vor allem auch, was es für Belohnungen gibt. Als allererstes sei gesagt, wir müssen hier einmal draufklicken. Wir brauchen eine WoW-Lizenz, die auch Spielzeit hat, sonst können wir das Ganze nicht machen. Und jetzt sind wir in einem extra Menü und hier können wir jetzt einmal einen Char erstellen und ihr seht schon, mein Char heißt hier Tela. Habe ich den selber benannt? Nein, so ist nämlich einfach mein Battletech. Wenn euer Battletech haariger Affe ist, dann heißt ihr hier halt auch haariger Affe und ihr könnt das auch nicht umbenennen. Heißt, ja, ihr werdet allen Spielern mit eurem Battletech angezeigt. Kleine Randinformation, wenn ihr wie ich mehrere WoW-Accounts habt, könnt ihr nicht mit allen WoW-Accounts zeitgleich dieses Plunderstream spielen, sondern nur mit einem. Ihr werdet dann immer wieder rausgekegelt, aber das nur so am Rande. Hier ist es jetzt so, dass wir uns erstmal einen Charakter erstellen können. Am Anfang habt ihr einen random, ihr könnt den aber auch ändern. Und zwar gehen wir hier auf Charakter anpassen und dann habt ihr die Auswahl zwischen quasi allen verfügbaren Rassen. Ich habe mir sagen lassen, dass ihr die verbündeten Völker auch auswählen könnt, auch wenn ihr die nicht freigeschalten habt. Ihr könnt keine Klasse auswählen, denn hier gibt es keine Klassen. Ihr kriegt nämlich einen komplett neuen Char und das jede Runde. Das ist nämlich ein rundenbasiertes Spiel und dementsprechend startet es jedes Mal von neuem, ne? Also ihr habt hier keine Klasse, ihr habt nur einen Char und die Fähigkeiten sammelt ihr quasi in dem Game an sich. Und ja, heißt, ihr könnt das Aussehen ändern, hat keinerlei Auswirkungen auf das Spiel. Ihr könnt euren Namen nicht ändern. Das Einzige, was ihr hier erwirtschaften könnt, sind quasi Rufstufen oder Renown-Stufen. Und dafür gibt es dann Belohnungen. Und diese Belohnungen kriegt ihr dann im Retail-WoW und manche bekommt ihr tatsächlich auch im Classic-WoW. Wir können hier dann einfach ein Spiel starten. Werden wir gleich machen. Als allererstes schauen wir uns die Belohnungen an. Die sieht man hier auch immer quasi angezeigt. Je nachdem, was man für eine Ruhmstufe ist, kriegt man neue Belohnungen. Das Problem ist, da dieser Ruf quasi nur hier in dem Plunderstorm angezeigt wird, kann man sich schlecht rausziehen. Aber auf WoW Head gibt es eine komplette Übersicht. Und da würde ich sagen, schauen wir jetzt einmal rein. Also, hier haben wir das Ding. Es gibt insgesamt, seht ihr, hier haben wir schon mal die Übersicht von dem ganzen 40 Renown-Stufen. Und davon gibt es alles Mögliche, was wir uns holen können. Wir können uns einen Mount holen, Silberner Geisterhengst, und den kriegen wir ab Renown 10. Jetzt schauen wir uns im Model Viewer das Ding mal an. Das ist ein Seepferdchen, komplett in weiß gehalten, beziehungsweise hier haben wir noch ein paar hellblaue Elemente und so ein bisschen türkise Rüstung. Sieht auf jeden Fall ganz schick aus. Und wie gesagt, das kriegt ihr ab Renown 10 im Retail World of Warcraft. Dann haben wir ein zweites Mount, und zwar ab Renown 20. Da bekommen wir dann diesen schicken Papagei. Der spielt auch eine gewisse Rolle, denn mit diesem Papagei wird man am Anfang abgesetzt im Spiel. Das ist nämlich ein kleines Battle Royale Spiel. Wie gesagt, gucken wir uns gleich an nach den Belohnungen. Dann als drittes Mount haben wir mit Renown 39, also die vorletzte Stufe, haben wir quasi noch einen Papagei. Und hier ist es einfach so, dass der ein bisschen aufgepimpt ist. Der hat hier so ein eine Kralle ist quasi so ein Haken, dann hat er einen Hut auf, auch einen Sattel mit dabei. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Das Model an sich ist ja das erste Mal, glaube ich, in Freehold damals reingekommen mit diesem Papageien. Das passt auch ganz gut zu diesem Piratenthema. Dann gibt es auch noch Pets. Soweit ich weiß, gibt es manche Pets auch in World of Warcraft Classic. Wir haben hier einmal diesen Fisch, den können wir uns auch im Model Viewer angucken. Der hat relativ Low Texturen. Ich vermute deswegen, dass er wahrscheinlich auch im WoW Classic mit dabei sein wird. Dann haben wir eine Krabbe, das ist diese hier, da haben wir in-game mittlerweile schon relativ viele von diesen Pets und dann haben wir noch eine cooler aussehende Krabbe mit einem neuen Model, die sieht echt ganz putzig aus mit so einer Krone mit oben drauf. Von den Renown-Stufen sind wir hier quasi bei 6, da bei 11 und hier sind wir bei 30. Und ja, jetzt gibt es da noch einen Haufen T-Mog-Sets. Wir haben ein T-Mog-Set, wo wir die einzelnen Teile zwischen 2 und Renown 9 bekommen. Ne? Wenn wir quasi auf 9 sind, haben wir alle diese Teile. Dann können wir weiter gucken. Das zweite Set kriegen wir zwischen Renown 12 und 21. Das ist dieses Set hier.
mit einem relativ schicken Hut, muss ich sagen. Die Weste ist auch nicht schlecht. Macht schon ein bisschen mehr her, ist das erste. Dann haben wir ein weiteres Set zwischen Renown 20 und 38. Und ja, da haben wir dann dieses Set hier, was richtig schick aussieht. Ich finde immer so Temok-Teile cool, die quasi so ein bisschen plastisch sind. Also, dass man so richtig die einzelnen Elemente sieht, dass die auch ein bisschen rausstechen und so. Also, das macht auf jeden Fall was her. Und hier gibt es auch noch eine Augenklappe dazu, einen Hut mit Feder. Also ist auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles Set. Und ich glaube, das müsste dasselbe sein, bloß quasi ohne Hut und mit einer anderen Augenklappe, wie ihr seht. Ne? Da ist eine rote. Und mit der Glatze, das kommt eigentlich auch gar nicht schlecht. Genau, das soweit zu den Sets. Dann gibt es noch jede Menge Waffen, die man zwischen den kriegt. Man mit Renown 1, 5, 8, ne? Das sind hier Dolche, Schwerter, auch eine Schusswaffe. Es sind Äxte dabei. Es ist auch hier quasi ein Stab mit dabei. Und ja, dann gibt es noch auf Renown 40 den Wappenrock. Das ist dieser hier. Ist jetzt, naja, ist ganz nett, aber jetzt auch nicht so special, muss ich sagen. Und es gibt auch noch eine Pepe-Verwandlung. Da gibt es ja diese transdimensionale Vogelpfeife, heißt die, glaube ich. Und wenn ihr die geholt habt, könnt ihr immer mal wieder neue Verkleidungen für Pepe holen. Und das ist quasi die Pepe-Verkleidung, die ihr über diesen Plunderstorm kriegt. Das ist dann übrigens bei Renown-Stufe 24. Gut, das sind soweit alle Belohnungen. Hier unten ist im Artikel auch noch zusammengefasst, welches genau in welcher Stufe gibt. Und ja, was ich noch gelesen habe, es soll noch eine Quest geben, wo ihr dann auch noch zusätzlich ihr könnt Wappen freischalten. Ich meine, es waren Aspekt war nicht dabei. Ich glaube, es waren Würm- und Drachenwappen, konnte man da holen. Aber das muss ich mal jetzt noch gucken im Laufe der Zeit. Ich muss mir das auch erstmal ein bisschen hochspielen. Gut, ich würde sagen, wir gucken jetzt uns ein Match mal kurz an. Und zwar haben wir jetzt die Möglichkeiten, Solo oder Duo zu spielen. Bei Duo könnt ihr jemanden mitnehmen. Da spielt ihr nämlich quasi zusammen. Auch von der Kontaktliste tatsächlich. Wir machen jetzt aber zum Zeigen einmal ein Solo-Match. Wir spielen das jetzt nicht komplett durch. Ich will euch nur die Grundzüge zeigen. Aktuell bin ich auch, wie ihr seht, noch relativ am Anfang. Ich werde wahrscheinlich dann noch im späteren Verlauf ein Video aufnehmen, wo ich einfach zeige, wie so die beste Taktik ist. Da muss ich mir aber selber erstmal ein bisschen reinspielen, bevor ich euch das zeigen kann. Also ihr seht, wir starten hier mit insgesamt bis zu 60 Leuten. Sobald 60 voll sind, geht's los. Man kann hier irgendwie komischerweise nicht rausscrollen, oder zumindest habe ich es noch nicht gefunden. Also man ist hier ziemlich in einer, nicht ganz Ego-Perspektive, aber ziemlich nah. Man hat nur begrenzte Fähigkeiten, und zwar hat man zwei Grundfähigkeiten. Die Grundfähigkeit Nummer 1 ist quasi, ihr haut nach vorne. Also ihr habt keinen Auto-Hit, sondern ihr könnt halt Hits nach vorne machen. Das sind immer drei verschiedene. Ihr haut einmal mit dem Säbel zu, dann tretet ihr und dann schießt ihr. Das macht alle Schaden quasi kegelförmig vor euch. Und die zweite Fähigkeit, die wir haben, die ist auf T. Da ist quasi eine Heilung. Also wenn ihr ein bisschen Leben verloren habt, dann könnt ihr euch damit wieder hochheilen. Alle 30 Sekunden geht es. Genau, und die weiteren Fähigkeitsslots, die sind quasi offen. Und ja, hier ist es so, dass ihr zwei quasi offensive Zauber holen könnt. Die könnt ihr dann, sobald es losgeht, einmal aufsammeln. Das werdet ihr gleich sehen. Wenn wir Mobs töten, können wir die aufsammeln. Und dann gibt es hier auch noch Unterstützungszauber. Ja? Die können zum Teil auch Schaden machen, sind aber oft auch Geschichten. Ihr könnt euch nach vorne kurz porten, ihr werdet unsichtbar, legt irgendwelche Fallen aus, dass er wegkommt. Also da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, auch von den offensiven Fähigkeiten. Und dann haben wir hier noch Gegenstände, die wir aufsammeln können. Da gibt es auch alles mögliche, zum Beispiel das Fass, das ich hier habe. Das lässt uns ganz schnell nach vorne rollen, ja, und für eine relativ große Distanz. So, wir starten jetzt hier in das Match rein. Und jetzt sind wir am Anfang auf diesem Vogel. Und jetzt ist es halt so, dass wir am besten auf so einem Rare landen. Die sind auf der Map eingezeichnet. Oh no, ich hab's verkackt. Also so solltet ihr es schon mal nicht machen, weil mit dem Aufschlag macht ihr relativ viel Schaden. Oh, ich habe hier direkt schon mal eine Fähigkeit gelootet. Die ist sogar gut. Da mache ich jetzt hier so ein Feld um mich rum und hau relativ gut Damage raus. Okay, da kommt jetzt schon der erste. Das ist natürlich der Worst-Case-Szenario, dass man direkt in einem anderen Spieler drin spawnt. Oh, und er hat mir eine Falle ausgelegt. Okay, ich muss jetzt hier mal ein bisschen Land gewinnen, dass ich nicht direkt sterbe. Also man kämpft halt gegen die PvE-Mobs, aber man kämpft halt auch gegen andere Spieler. Im Optimalfall würde ich mal behaupten, ist man am Anfang relativ alleine, kann sich erstmal ein bisschen hochleveln, ne? Also man kriegt hier ein bisschen EP, wie ihr seht, und ihr müsst hier quasi diese Beute looten. Und die Beute, die ihr lootet, die
bestimmt quasi später, wie viel Ruf er bekommt. Okay, jetzt muss ich mal gucken, dass ich mich ein bisschen heile. Da kommt der andere Spieler und will mich weghauen. Okay, das ist jetzt ungünstig. Jetzt schauen wir mal, dass wir das Fass nehmen und Land gewinnen. Oh, scheiße, er hat auch das Fass. Jetzt wird das hier eine Hetzjagd. Also das ist jetzt natürlich schon mal wieder sehr ungünstig gelaufen. Der ist Stufe 3, ich bin Stufe 2 und ich werde jetzt wahrscheinlich hier weggemacht. Aber das Grundprinzip habt ihr verstanden. Und im Endeffekt ist es dann so, dass wir ja insgesamt 60 Spieler haben. Und am Ende, der alleine überbleibt, der hat dann quasi gewonnen. So ist das Grundprinzip von dem Ganzen. Jetzt kommt natürlich da oben schon wieder der nächste Spieler. Heimen wir uns ein bisschen hoch. Machen hier noch ein paar Viecher weg. Jetzt bin ich gerade nochmal ein Level aufgestiegen. Also ihr levelt halt, indem ihr Viecher tötet oder andere Spieler. Da haben sie aber, glaube ich, den Loot auch ein bisschen erhöht. Das hat Blizzard jetzt auch ein bisschen nachjustiert. Und das Beste, was ihr eigentlich machen könnt, ist euch immer Elite-Mobs suchen, die Elite-Mobs umhauen. Die normalen, die können schon auch Fähigkeiten droppen, aber bei den Elite-Mobs ist die Chance deutlich höher. Was man natürlich auch gucken sollte, oh, das können wir jetzt auch wieder aufsammeln, dann haben wir jetzt wieder eine weitere Fähigkeit. Na super, jetzt werde ich direkt wieder angegriffen. Der ist schon Stufe her, als werde ich auf jeden Fall sterben. Jetzt legen wir hier mal so eine Bombe hin. Okay, ich konnte ihn nicht tricksen. Naja, der wird mich jetzt wegmachen. Gut, jetzt sind wir relativ früh gestorben. Was ich noch empfehlen kann, hier oben hat man am Anfang ein Ziel, das man ausführen muss. Das seht ihr auch an der Seite angezeigt. Und bei diesem Ziel ist es dann so, dass ihr schon mal 250 von dem Plunder bekommt, ja. Am effizientesten soll es anscheinend sein, das Ziel auszuführen, sich dann sterben zu lassen, neues Game zu queuen. Weil ich kann jetzt zum Beispiel hier Partie verlassen drücken und direkt wieder reingehen. Ja? Am Ende, wenn man quasi dieses Special-Ziel erfüllt hat, manchmal ist das 10 Mobs töten, manchmal ist das 2 Kisten aufsammeln oder ein paar Fähigkeiten holen, das kriegt man eigentlich relativ schnell, dann gibt es halt nur noch den Loot quasi über Mobs töten, wo man dann diese Goldhaufen einsammeln kann. Oder indem ihr quasi andere Spieler tötet. Das bringt auch nochmal ein bisschen was von dem Gold. Ihr kriegt ein bisschen extra Rufbelohnung, wenn ihr dementsprechend gewinnt. Aber da müsste halt einer von 60 sein. Ist wahrscheinlich eher ein bisschen schwierig, der Letzte zu sein. Es gibt dann auch übrigens eine Heldentat. Die fehlt mir tatsächlich auch noch. Aber ich habe jetzt eher erst angefangen mit dem Ganzen. Genau, so viel dazu. Und ich zeige euch jetzt auch nochmal, jetzt haben wir nochmal kurz angemeldet. Hier in-game seht ihr auch hier diese Übersicht. Bloß können wir uns da leider die Mounts und die Sachen nicht wirklich anzeigen lassen. Also da kann man leider nicht reinklicken. Aber man sieht hier zumindest, wo man welche Belohnung kriegt, wie weit man ist. Und ja, ihr bekommt übrigens an Ruf genauso viel Ruf, wie ihr an Gold hier an der Seite dran stehen habt. Und zwar ist es so, jede Stufe sind 2500 Ruf. Also braucht ihr insgesamt 100.000 Ruf, um auf Stufe 40 zu kommen. Zusätzlich soll es anscheinend noch eine Heldentat geben, wenn man insgesamt, also von diesem Plunder, ne, das ist das, was der Ruf bringt, wenn man 1 Million gesammelt hat, also das Zehnfache, was der Max Renown braucht, wenn man das sammelt, gibt es dann tatsächlich nochmal eine Heldentat. Ist jetzt halt fraglich, ob das quasi für den einen oder anderen von euch interessant ist. Das ist natürlich dann schon ein bisschen Todesgang. Genau, das sind soweit alle Informationen, die ich euch aktuell geben kann. Ich werde mich jetzt hier nochmal ein bisschen versuchen an dem Ganzen und sobald ich vielleicht so noch ein bisschen einen ja, effizienteren Guide für euch bringen kann, wie man am besten das Zeug farmt, kommt auf jeden Fall noch was und ja, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein paar Informationen noch geben und ja, dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.